mal schauen, dass wir nicht ins Gefängnis kommen. Schon Wellenreiten. Deine Schulter war noch ein bisschen müde von gestern. Ja, relativ steif. Pause gemacht. Davon konnte ich profitieren, dass Kai Aufnahmen von mir gemacht hat. Ja, ich habe ihn erstmal mit der Drohne geflogen und dann habe ich auch Wasseraufnahmen gemacht. Ja, also mit der Vlogkamera. Wir haben so ein Wassergehäuse. Bin da dann im Wasser gesprungen. Das einzige Problem, meine, wie heißt das? Was? Dein Glück steht nicht auf deiner Seite. Genau, oder? Mein Glück, so wie es letzte Woche irgendwie auch aufgehört hat, es hält an. Oder meine Schüsseligkeit. Ich habe wahrscheinlich den Verschluss von der Unterwassergehäuse nicht gut zugemacht. Und es ist Wasser reingekommen. Und jetzt tut der Vlogkamera nicht mehr. Also, wir wissen es noch nicht. Wenn man es anmacht, das fährt raus, aber der Bildschirm bleibt komplett schwarz. Die Aufnahmen müssen wir erst noch angucken, ob einfach der Bildschirm schwarz ist, aber es filmt trotzdem. Das wäre natürlich gut, sonst müssen wir auch nicht was machen. Nee. Jetzt filmen wir gerade mit dem Handy, aber der Ton ist deutlich schlechter. Oh, ich fühle mich so schlimm. Ja, es ist echt blöd. Auf jeden Fall, Kate hat eine super Session. Das ist gut, die Sonne scheint weiterhin. Es ist warm. Und wir holen uns ein Eis. Ja. Wir gucken mal, ob wir es finden können. Das ist als Schmerz mit. Oh. Nee, denn so starten Seelen wir einfach mal. Essen. Seelenessen, genau. Und so starten wir die neue Woche. Also schön, dass ihr wieder da seid und let's go. Yes. Und macht es wieder gut? Oh ja, oh, das Eis ist herrlich. Wirklich gut. Wir haben genau das gleiche, ne? Pistache und Haselnuss. Mhm. Oh. Lass es dir gut gehen. Danke, mach. So, das ist Kameratest. Ja, Kameratest im Dunkeln. Warte, ich mach mal kurz Licht an. Wo ist Licht?
So, sieht man mich? Ich hoffe. Ich weiß nicht, ich sehe nur schwarzen Bildschirm. Ah ja, wenn ihr das seht, bedeutet das, dass der Kamera noch lebt, sondern nur das Display kaputt ist. Und deswegen hoffen, dass das auch wirklich so ist. Ja, dann müsst ihr entschuldigen jetzt, wenn wir die Gesichter nicht gut treffen, weil wir sehen nicht, was wir filmen. Nee, wir machen einfach auf gut Glück. Blind filmen. Ja. Okay. Gute Nachricht, es tut. Wir haben gerade geguckt, oder ihr habt es ja auch gerade gesehen. Ja. Es tut, ich bin so froh. Das Schwierige ist jetzt nur, wenn wir auf die Aufnahme oder auf die Play-Taste drücken, wir sehen dann nicht, normal auf dem Display sieht man ja, dass es jetzt aufnimmt. Das weiß man jetzt immer nicht, ob es jetzt aufnimmt oder nicht. Man muss sich gut merken, ob man jetzt gerade angedrückt hat oder ausgedrückt. Ja. Das ist dann noch tricky, nicht? Sonst denkt man die ganze Zeit, wir haben jetzt das gefilmt und abends guckt man drauf und dann sieht man, scheiße. Man hat immer dann gefilmt, wenn man nicht filmen wollte. Gut, auf jeden Fall hoffen wir, dass es jetzt filmt. Und ihr fragt euch bestimmt, warum sitzt ihr da so komisch auf eure Stühle so im Dunkeln? Ja. Wir stehen im Hafen, im Hafen von Cagliari, um genau zu sein. Und da geht heute Abend ein Ferry Richtung Neapel. Ja, ja. Richtung Neapel aufs wir Festland. Wir gehen aufs Festland und freuen uns da neue Plätze zu erkunden. Ja. Waren wir beide noch nicht. Also, und vor allem freuen wir uns jetzt auch auf die Kabine und wieder eine warme Dusche. Heiße Dusche. Wir haben uns wieder eine Kabine genommen. Ja. Hat nur 30 Euro mehr gekostet. Ja. Und da lohnt sich das total. Einfach gut schlafen. Wir kommen morgen um 2:30 mittags an. Ja. Das heißt, schön lang Zeit duschen, snacken, lesen. Ja, herrlich. Okay. Dann bis aufs Festland. Ciao für now. Gute Nacht. Ciao. Ciao. Hier, dein Kaffee, bitteschön. Mega. Das ist ein herrliches Plätzchen, sehe ich. Ja, weil da stehen wir hinter dem Bus, direkt am Felsen. Mhm. Und wir sind kurz vor das Örtchen. Monopoly. Ja. Hinter, bisschen südlicher wie Bari. Ja. Es ist hier noch immer schön warm, ne? 25 Grad. Herrlich, wir hüpfen nachher mal ins Wasser. Das ist traumhaft hier zum Klippenspringen. Ja, springen wir rein, oder? Man kann hier so vom Fels rein aber springen. Ich bin hier von hier so von tiefer. Ja? Ja, dann kann ich vielleicht die Salto probieren und so. Ach so, okay. Und wir spazieren auch in diesem Örtchen noch rein, Monopoly, oder? Ja. Sehr schön. Okay. Na, dann genieß den Kaffee. Danke dir. Wie war's? Wie war's? Gut, kalt. Das Wasser ist ganz kälter. Ist kälter hier, ne? Und die Luft ist kühl. Ja. Aber es ist erfrischend. Ja. Ja. Zurück vom Klippenspringen. War herrlich, aber dann doch frisch. Ich muss mich jetzt echt aufwärmen. Und wir sind wieder am Winguru Tutorial Videos aufnehmen. Wir haben eine Lösung gefunden für unser Kameraproblem. Ja. Also, wir haben nicht die Kamera repariert, sondern wir haben rausgefunden, wie wir unser Mikrofon ans Handy anschließen können. Und zwar haben wir uns diesen Lightning Adapter zu AUX gekauft und das Mikrofon, was wir gekauft hatten, das ist zum Glück kompatibel mit Handys und jetzt können wir einfach übers Handy das Ganze filmen und haben super Ton dabei. Ja. Das Video ist aufgenommen mit das mir. Das Wichtigste bei Tutorial-Videos ist einfach ein guter Ton, weil wenn der Ton schlecht ist, dann will niemand das anhören. Ne, genau. Ja.
Deshalb sind wir happy, dass wir dafür eine Lösung gefunden haben und dass wir wieder Videos aufnehmen können. Genau, ich hoffe euch auch, wenn ihr das nicht kennt, wir machen Wing-Tutorials. Wenn ihr auch am Wingen seid oder Leute kennt, die winkt, gerne abonnieren, Kommentar da lassen oder Fragen stellen. Wir hören gerne von euch. Genau, wir verlinken euch mal unseren Kanal. Ja. Da oben. Wir sind in Monopoly. Ja. Wir spielen nicht Monopoly, sondern wirklich. Gehe zum Start. Wir suchen einen Startpunkt. gehen einmal über los. Ja, und einmal schauen, dass wir nicht ins Gefängnis kommen. Das ist auch wichtig. Das ist auch wichtig, genau. Ja, schauen das mal an. Soll nett sein. Und eigentlich soll es hier jeden Tag Fischmarkt geben. Gucken, vielleicht finden wir was. Genau, und dann bin ich gespannt, ob wir mit mehr Geld weggehen als... Das wär's, oder? Ja. Das wäre geschickt. Ja, ob der Bank uns günstig gesinnt ist. Wäre geschickt. Ja. Also, wir nehmen euch mit. Viel Spaß. There's a new day that will come again to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow, and the old ways get washed out by the rain. Darling, you to keep holding on through the night, 'cause I promise you this, if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit. Cry for you, cry for you, cry for you.
Day. Wir kommen gerade. Warte, Kate. Oh. Ja, das ist schon besser, weil das war schon arg dunkel. Wir sehen es ja nicht, was ihr seht. Deshalb. Nee. Wir kommen. Oh, Mücke. Nee, Fliege. Wir kommen gerade zurück vom Wasser. Ja. Eine Abendsession. Wobei Abendsession ist auch wieder übertrieben. Wir sind schockiert, wie früh es hier dunkel wird. Wir sind von Sardinien ja eigentlich jetzt nur echt ein Stück Richtung Osten gefahren. Ja. Ey, pff. Ich komme gar nicht mit klar. Es ist um 6 Uhr dunkel. Na, okay. Es ist jetzt 6:15 und es sieht so aus. Also es ist fast dunkel. Auf jeden Fall war es so, okay, das ist lange her, wenn wir in Norwegen waren, dann konnten wir um 10 Uhr nachts für eine Abendsession gehen. Eine Nachtsession. Aber jetzt waren wir heute Mittag um 4 Uhr, haben gesagt, sollen wir nochmal? Und sind wir einfach um 4 Uhr für eine Abendsession gegangen. Also es ist schon echt früh dunkel. Man muss sich echt umstellen. Man denkt, es ist dunkel, es ist bestimmt 8 Uhr oder so, wir können essen und dann ist es einfach 6 Uhr. Aber herrlich. Ja. Es war schön auf dem Wasser. Ja. Wir haben uns gebraucht über das italienische, über Kleinanzeigen. Subito. Subito. Ja. Eine gebrauchte GoPro gekauft. Ja. Damit wir wieder schöne Wasseraufnahmen machen können und so. Macht Spaß zu filmen. Ja, und vor allem ist es schön klein, da kann man auch selber einfach winken, obwohl man das, die Kamera dabei hat und dann stürzt es auch nicht. Das war's ist, vor allem. Das ist vor allem richtig, richtig gut. Und dann schneller mal mitnimmt. Ja. Oder das kann man einfach immer mitnehmen. Das ist eigentlich das Gute dran. Ja. Weil sonst hatten wir dieses riesen Gehäuse für die Kamera, mit der wir jetzt filmen. Und das nimmt man nicht mal so mit, weil damit kann man nicht gut fahren. Nee. Und dann gibt es jetzt als Aperitif erstmal hier Bittergetränk. Es schmeckt wie, was haben wir gesagt, Aperol Spritz. Gibt es hier zu kaufen in so kleinen Fläschchen. Die gibt es auch in Rot. Wir haben dieses Orangene genommen. Schmeckt richtig, richtig lecker. Und das genießen wir jetzt erstmal. Und das ist übrigens Kai sein Glas. das andere ist kaputt gegangen. Was machst du? Dann würde es einfach umfallen. Das stand gar nicht gut, glaube ich. Das stand hier so Schritt. Na, wir haben nur noch eins. Und dann haben wir hier Schokoladenpaste gekauft. Mit so einem schönen Glas. Aber das Ding ist, dieses Etikett lässt sich nicht gut abmachen. Naja, vor allem, wir haben kein warmes Wasser. Nee. Und also mit warmem Wasser geht das schon. Ja, und Seife oder Öl oder so. Oder kann man das auch in der Sonne legen? Irgendwo ist warm. Nee, das muss schon echt einweichen. Ja. Aber ich finde, das passt zu dir. Du bist doch so ein süßer, du magst doch gern Schokocreme. Ja, ja, genau. Ich trinke da auch so raus. Jetzt gibt's Aperitif. Oh, herrlich. Oh. Jawohl! Lecker! Also zum Wohl! Oh, zum Wohl! Jetzt! Zum Wohl! Lass dir schmecken und dann lassen wir den Abend gemütlich ausklingen. Ja, ich hoffe, euch auch. Bis morgen! Ihr auch. Bis morgen! Und schon wieder sitzen wir hier vorne auf den Stühlen und. Doch, ja! Ich mein, das ist lecker. Ja. Und da haben wir einen Wingtag hinter uns. Oh ja. Ja. Und wir haben uns ja gestern noch beschwert, dass es so früh dunkel wird. Jetzt haben wir meine Eltern am Telefon gesagt, dass jetzt auch von heute auf morgen, glaube ich, Zeitumstellung ist. Das heißt, noch eine Stunde früher dunkel. Ich weiß nicht, wie wir damit zurechtkommen sollen. Ah ja, wir sind Frühaufsteher. Ich genieße jetzt die Morgensonne. Okay, denkst du. Ja. Ich wecke dich dann morgen früh um 6. Wir würden es dann sehen. Genau. Dann würde ich mal sagen, kommt ihr gut in die Winterzeit rüber. Dann probieren wir das auch. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Ja, in die neue nächste Woche. In die neue Woche. Schön, dass ihr dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Tag. Tschüss.